Mein Name ist Thomas Habeter, ich bin Projektleiter bei der Swisscrono. Swisscrono produziert im brandenburgischen Heiligen Grabe Holzwerkstoffe, im Wesentlichen Laminatböden und OSB-Platten. Ja, das Besondere hier ist, dass von der Anlieferung des Rohholzes aus dem Wald bis hin zur Verladung auf dem LKW des Fertigproduktes alles hier am Standort stattfindet. Sprich, für die OSB-Platte wird das Holz gehäckselt, geschreddert, dass Späne entstehen. Diese werden mit Leim vermischt und unter Druck und Temperatur zu einer Platte verpresst. Und das Gleiche findet auch im Laminatbodenbereich statt, nur dass wir da eine HDF-Platte als Trägerplatte haben, die dann mit einem Dekorpapier versehen wird und dann profiliert wird. Ja, mein aktuelles Projekt betrifft den Holzplatz und das dort vorgelagerte Holz, was wir für den Standort benötigen und für die Produktion. Ungefähr 10 Tage Produktion befinden sich dort auf dem Holzplatz. Also wenn wir keine weitere Lieferung bekommen würden, könnten wir 10 Tage circa weiter produzieren. Also eine sehr große Menge und ja, um diese Menge handelt es sich auch um meinem aktuellen Projekt. Ja, hallo, mein Name ist Jens Winger. Ich arbeite bei der Swisscrono in Heiligen Grabe und leite dort den Holzplatz. Inventur passiert bei uns tatsächlich ziemlich oft. Also wir haben eine Wocheninventur, eine Monatsinventur, eine Jahresinventur. Wir müssen halt immer wissen, wie viel Holz haben wir wirklich auf dem Holzplatz zu liegen und auch die Verbräuche werden darüber spezifiziert. Also wir hatten bisher eine Handvermessung. Wir haben einen Messstab, der bis 5 Meter ausziehbar ist. So eine komplette Holzplatzinventur dauert so 4-5 Stunden, muss man schon rechnen. Mein Name ist Stefan Löser. Ich bin bei der Firma Geokonzept als Produktspezialist für Fernerkundung angestellt und arbeite da hauptsächlich im Bereich Drohnen, alles rund um die Vermessung mit der Drohne. Die Firma Swisscrono ist auf uns zugekommen und hat nach einer Lösung gefragt, wie sie denn ihre Inventurmaßnahmen mithilfe einer Drohne verbessern können, beschleunigen können und auch gleichbleibende, genaue Ergebnisse zu erzielen. Grundsätzlich sollen Volumen berechnet werden von den Haufwerken und von den Holzpoltern. Und dadurch haben wir eben ja, die technische Möglichkeit, bis auf den Kubikmeter genau oder eben noch genauer die Volumen da zu ermitteln und die dann eben mit den händisch eingemessenen Werten zu vergleichen. Also zunächst haben wir mal Bodenkontrollpunkte festgelegt. Das waren 10 an der Zahl. Die haben wir über das ganze Werksgelände gut verteilt, die dann mit Korrekturdaten auf 1 Zentimeter genau eingemessen, um dann eben diese Punkte mit der Drohne anhand der Bilder wieder identifizieren zu können. Und dann wurden eben die Bilder diesen Koordinaten zugeordnet. Und dadurch haben wir in jedem Flug immer die gleichbleibende Genauigkeit. Und wir wissen, dass jedes Endergebnis zentimetergenau vor Ort definiert werden kann. Und dadurch können auch die Bilder und die einzelnen Flüge Woche für Woche oder Monat für Monat jedes Mal aufs neue zentimetergenau verglichen werden. Da die Firma Swisscrono ja schon im Besitz einer Drohne war, haben wir die eben damit angelernt. Sprich, wir haben die rechtlichen Voraussetzungen alle ja, erklärt und denen mit auf den Weg gegeben, was sie denn alles zu erfüllen haben. Anschließend haben wir auch die Einführung, die Einweisung in die Drohne gemacht, dass die Kollegen vor Ort selbstständig mit der Drohne arbeiten können, auch fliegen können und die Daten selbstständig generieren. Wir werden dann die Daten auswerten, eben alles, was Punktwolkenermittlung, 3D-Modellermittlung und eben Volumenermittlung ist dann unsere Arbeit. Das lassen wir wiederum dann der Firma Swisscrono zukommen, dass sie das dann für ihre Unterlagen bereit haben. Wir hoffen uns eigentlich davon, dass dieser Faktor Mensch und diese Fehlerquelle Mensch ja, ausgeschlossen ist, ja, und natürlich eine Zeitersparnis. Wir haben Vergleichsmessungen gemacht jetzt mit der Drohne, die doch sehr genau sind und doch uns unsere händischen Fehler aufzeigen. Und das ist das, was wir eigentlich ausschließen wollen und damit auch genaue Zahlen haben. Die Methode, mit der wir hier arbeiten, sprich mit der Drohne, ja, Bilddaten aufnehmen und dann 3D-Modelle auszubilden und dann daraus ja, Volumina zu berechnen, können wir grundsätzlich mit allen Objekten tun, wo wir eine gewisse Sichtbeziehung, also wir brauchen eine Sichtbeziehung zu den Objekten, um ein 3D-Modell zu erstellen. Und ob das letzten Endes ein Schotterhaufen ist, ein Holzpolter ist, ist grundsätzlich egal. Die Technik basiert auf den gleichen ja, Grundsätzen und von daher sind wir da komplett offen mit der Anwendung.